Sehr geehrte Damen und Herren, der Titel meines Vortrags lautet Wege in der Angst. Also nicht wie meistens Wege aus der Angst, sondern Wege in der Angst. Und der Untertitel zum Verhältnis von Angst und Glaube in Seelsorge und Beratung aus pastoralpsychologischer Sicht. Mein Name ist Michael Klessmann. Ich bin emeritierter Professor für praktische Theologie mit den Schwerpunkten Seelsorge, Beratung, Supervision an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Ich beginne mit einer Beschreibung des Phänomens der Angst. Dann folgt Angst im historischen Kontext. Dann vielleicht das zentrale theologische Kapitel, nämlich unter der Fragestellung Angst kontra Glaube oder Angst im Glauben. Und als viertes zum Umgang mit Angst in Seelsorge und Beratung. Ich komme zum ersten Teil, zum Phänomen der Angst. Angst ist eines der zentralen Themen in eigentlich jeder Seelsorge und Beratung. Denn Menschen ängstigen sich sehr häufig. Und es ist meistens erleichternd, wenn sie davon erzählen können. Im Unterschied zum Tier wissen Menschen um die Verletzlichkeit ihres Lebens. Angst ist der Preis unserer Freiheit, haben Philosophen gesagt. Wir erleben nicht nur reale Bedrohungen, wir sind auch in der Lage, uns Gefahren vorzustellen. Zugrunde liegt eine Urangst oder Grundangst, die aus dem Wissen um unsere Sterblichkeit erwächst und die sich in eine beinahe unbegrenzte Vielfalt von Ängsten ausdifferenziert. Angst, verlassen zu werden und die Liebe und Anerkennung wichtiger Menschen zu verlieren. Angst vor der Freiheit oder Angst, sich zu binden. Angst vor Erfolg oder vor Scheitern. Angst vor sozialem Abstieg und Armut. Angst vor der Zukunft. Angst, etwas zu versäumen. Angst vor dem Fremden und den Fremden. Angst vor Konflikten in Familie und Beruf. Angst vor Ohnmacht und Hilflosigkeit, vor allem vor Krankheit, Schmerz und dem letzten Abschied, dem Tod. Angst, und ich möchte betonen, ich spreche im Folgenden von normaler, sozusagen alltäglicher Angst und nicht von Angstkrankheit, nicht von Angstneurose oder Angststörung, sondern von der alltäglichen, normalen Angst, die wir alle tagtäglich empfinden. Diese Angst stellt eine psychophysische Reaktion auf reale oder vorgestellte Bedrohungen, auf Verluste oder Misserfolge dar. Wenn die leibliche Integrität, aber ebenso das Ansehen oder das Selbstwertgefühl bedroht erscheinen, reagieren wir mit Angst, erstarren, möchten weglaufen oder wollen kämpfen. Dabei zeigt jede Angst ein individuelles Erscheinungsbild und deswegen verbietet es sich in der Seelsorge, die eigene Angst oder Angstfreiheit zum Maßstab für die Angst anderer zu nehmen. Was dem einen reizvoller Nervenkitzel ist, versetzt den anderen in große Schrecken, denken Sie an Achterbahnfahren oder Bungee-Jumping. Individuelle Angst ist eingebunden in einen familiär-biografischen und einen gesellschaftlichen Kontext. Jede Familie, jedes System entwickelt einen bestimmten Stil im Umgang mit Angst, von dem Kinder stark geprägt werden. Kinder neigen dazu, sich mit den Ängsten und den Bewältigungsmechanismen ihrer Bezugspersonen zu identifizieren. Auf diese Weise kommt es zu, wie man sagt, einer transgenerationalen Wiedergabe bestimmter Angstmuster. Angst macht einsam. Man ist nur noch mit den eigenen Sorgen beschäftigt und verliert dabei die anderen aus dem Blick. Der Soziologe Hartmut Rosa hat Angst sehr treffend als Resonanzkiller beschrieben, der begegnungsunfähig und bewegungsunfähig machen kann. Angst erschwert und verhindert, sich zu öffnen für andere, sich auf andere, auf neue Themen, auf die Welt insgesamt mit Neugier und Interesse zuzubewegen. Das Gebot des Social Distancing angesichts der gegenwärtigen Corona-Pandemie führt exemplarisch vor Augen, was passiert, wenn Menschen sich auf sich selbst und ihren privaten Lebensbereich zurückziehen müssen,
und welche schlimmen Folgen das sowohl für die individuelle Entwicklung als auch für das Gemeinwesen insgesamt haben kann. Dabei sind die anderen, der Austausch mit ihnen, das Zusammensein mit ihnen, eins der wirkungsvollsten Mittel gegen die Angst. Dazu eine kleine Anekdote, die Sigmund Freud erzählt hat. Ein Kind ängstigt sich in der Dunkelheit und ruft ins Nebenzimmer: Tante, sprich doch mit mir, ich fürchte mich. Aber was hast du davon? Du siehst mich ja nicht, antwortet die Tante. Darauf das Kind: Wenn jemand spricht, wird es heller. Also, die anderen sind das wirkungsvollste Mittel gegen die Angst. Das wird uns noch weiter beschäftigen. Angst als Gefahrensignal ist unbedingt sinnvoll. Sie kann hellsichtig machen und dazu beitragen, dass man angemessene Vorsichts- und Schutzmaßnahmen entwickelt, so wie man das gegenwärtig in der Corona-Pandemie tun sollte. Freud nennt das Real- oder Signalangst. Aber Angst kann sich natürlich auch verselbstständigen, sich lösen von realen Gefahrensituationen und sich zu einer Angststörung generalisieren, für die es noch einmal zahlreiche Unterformen gibt und die psychotherapeutischer Behandlung bedürfen. In der populärwissenschaftlichen Ratgeberliteratur wird manchmal suggeriert, dass man Angst völlig aus seinem Leben verbannen könne und solle, dass man als aufgeklärter, moderner Mensch überhaupt keine Ängste haben müsse. Da ist in Buchtiteln die Rede von »Nie wieder Angst« oder »Sofort ohne Angst leben«. Ich halte das für irreführend und es wird die potenzielle Sinnhaftigkeit von Angst und die konstruktiven Möglichkeiten, die im Umgang mit ihr liegen, übersprungen. Angst ergreift den ganzen Menschen, ist immer ein psychisches und körperliches Geschehen zugleich. Die erlebte oder vorgestellte Bedrohung löst Enge aus, der Zusammenhang des Wortes Angst und Enge, die sich wiederum in Herzklopfen, Zittern, Schweißausbruch, flachem Atem, Anspannung und Starre manifestiert. Dabei ist das Feld dessen, was wir mit Angst bezeichnen, groß. Sie beginnt mit leichter Anspannung, geht einher mit Unsicherheit und Hilflosigkeit, Scheu und Schüchternheit, steigert sich zu Beklemmung, zur Furcht vor einem konkreten Ereignis, zur diffusen Angst bis hin zu Entsetzen, Horror, Grauen und Panikattacken, die einen Menschen vollständig ergreifen und alle vernunftgesteuerten Fähigkeiten außer Kraft setzen können. Zum Umfeld von Angst gehören ihre Bewältigungsmechanismen. Als erstes nenne ich Zorn, Wut und Aggression. Manche Menschen nehmen keine Angst wahr, weil sie latent ständig wütend sind. Sie vermeiden damit das Gefühl der Hilflosigkeit, das häufig mit Angst einhergeht, und erleben sich stattdessen so, dass sie aktiv sind und das Leben scheinbar unter Kontrolle haben. Auch Scham und Schuld lagern sich an die Angst an. Die Sprache verrät die gesellschaftliche Bewertung. Angsthase, Hasenfuß, Feigling, Schisser. Wer will das schon sein? Vor allem Männer nicht, die aufgrund gesellschaftlicher Klischees in besonderem Maße die Wahrnehmung von Angst abspalten. Das Gegenfeld zu Angst bilden Mut, Vertrauen und Hoffnung, die wir zur Bewältigung der Angst brauchen. Angst, solange sie nicht ein bestimmtes Maß überschreitet, ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch Herausforderung und Kitzel sein, so dass Michael Balint von Angstlust gesprochen hat. Die Neurobiologie hat inzwischen erforscht, wie Angst eine Stressreaktion im Gehirn auslöst, die wiederum in Kampf oder Flucht mündet. Im Hintergrund steht eigentlich immer die existenzielle Angst vor der eigenen Verletzlichkeit und Endlichkeit. In jeder begrenzten Bedrohung schimmert die Gefährdung der gesamten Existenz durch. In diesem Sinn ist Angst ein primäres Gefühl, ein Grundaffekt, von dem sich viele andere Emotionen herleiten. Weil Angst als unangenehm erlebt wird, neigen wir dazu, sie zu verdrängen
und abzuspalten, sie durch Konsum und Aktionismus zu übertönen, sie durch Alkohol und Drogen zu betäuben. Auch die Flucht in autoritäre Strukturen und Ideologien, in fremdenfeindliche populistische Vorurteile, in religiösen Dogmatismus und Fundamentalismus zählen zu den Abwehrmechanismen der Angst. Glaube kann als Angstabwehr genutzt werden. Wenn diese Abwehr grundsätzlichen und rigiden Charakter annimmt, schadet sie der gesamten Persönlichkeit, weil sie die Emotionalität insgesamt einschränkt. Es entsteht eine meistens unbewusste Angst vor der Angst, eine Art Erwartungs- oder Vermeidungsangst, und da bildet sich ein tückischer Kreislauf, den man oft nur schwer aufdecken und unterbrechen kann. Dabei ist gerade das vielleicht der wichtigste Weg im Umgang mit Ängsten, sie wahrzunehmen, sie anzunehmen, sich ihr zu stellen und das, was produktiv sein könnte, an ihr zu entdecken. Ängste auszusprechen, sie beim Namen zu nennen, trägt viel dazu bei, sie auf eine erträgliche Distanz zu bringen. In Märchen werden die Ängste konkret heraufbeschworen. Der Held oder die Heldin muss sich ihnen stellen, sie dreimal durchleben, dann kann Rettendes wachsen. Seelsorge hat eine durchaus vergleichbare Aufgabe, nämlich einen Raum bereitzustellen, in den Menschen von ihrer Angst erzählen können, ohne dafür ausgelacht oder ermahnt zu werden. In der christlichen Tradition allerdings wird Angst weitgehend verpönt. Der Glaube gilt als wirksames Gegenmittel gegen die Angst, beziehungsweise die Angst als Gefahr für den Glauben. Ich erinnere mich an ein Seelsorgegespräch mit einer alten Dame, die mir von ihren verschiedenen nachvollziehbaren Ängsten in ihrem hohen Alter erzählte und dann irgendwann sagte, aber eigentlich sollte ich ja keine Angst haben. Auf meine Frage, warum sie das so meinte, antwortete sie, ich glaube doch an Jesus Christus und an die Erlösung durch ihn, da muss ich doch keine Angst haben. Ich sagte, aber Sie spüren trotzdem Angst. Ja, ich habe Angst, sagte sie zögerlich, aber ich habe ein ganz schlechtes Gewissen dabei, denn das bedeutet doch, dass ich nicht fest genug glaube. Gerade bei älteren Menschen wirken noch traditionelle Erziehungspraktiken nach, die eine religiös motivierte, strenge Selbstkontrolle und Impulskontrolle vermittelt haben, im Sinne des Satzes aus dem 2. Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hier wird eine ideale Norm aufgestellt, und wer diesem hohen Maßstab nicht entsprechen kann, erlebt möglicherweise Scham- und Schuldgefühle, die wiederum mit Ängsten vor eben diesen Gefühlen gekoppelt sind. Ein negativer Kreislauf, der manche Menschen sehr belasten kann. Es erstaunt dann auch nicht, dass in der empirischen Religionspsychologie eine negative Korrelation zwischen einer strengen religiösen Sozialisation und Symptomen von Angst beschrieben wird. Ich komme zum zweiten Abschnitt, Angst in historischen Kontexten. Angst ist mit ihren Anlässen und Ausdrucksformen an historisch-gesellschaftliche Kontexte gebunden. Die Ängste, die in einer Gesellschaft in einer bestimmten Epoche vorherrschen, bilden so etwas wie eine kulturelle Matrix, vor allem vermittelt durch die Massenmedien einer Zeit, von der die Einzelnen selbstverständlich tief geprägt werden. Ein bekanntes Beispiel verdeutlicht das. Bis ins ausgehende Mittelalter war der sogenannte jähe Tod, also der plötzliche Tod, der einen auf dem Feld, auf Reisen oder im Krieg plötzlich und unvorhergesehen ereilen konnte, außerordentlich gefürchtet. In so einem Fall konnte man nicht mehr mit den Gnadenmitteln der Kirche, also mit den Sakramenten der Beichte und Absolution, der Eucharistie, der letzten Ölung, versehen sterben. Man starb dann im Stand der Sünde, was im Blick auf mögliche Höllenstrafen als ausgesprochen bedrohlich galt.
und man konnte seine Angelegenheiten nicht mehr ordnen, sich nicht mehr von Familienmitgliedern und Freunden verabschieden, wie es bei einem guten Sterben eigentlich vorgesehen war. Diese Art der Angst ist gegenwärtig weitgehend verschwunden und quasi in ihr Gegenteil umgeschlagen. Die meisten Menschen sehnen sich nach einem schnellen und plötzlichen Sterben und Tod. Geistliche Hilfestellungen spielen für viele keine Rolle mehr. Gefürchtet ist ein langes, quälendes Siechtum im Altenheim im Zustand der Demenz oder auf einer Intensivstation, auf der medizinische Notwendigkeiten den Sterbeprozess bestimmen und, wie Rilke das genannt hat, den eigenen Tod weitgehend überlagern. Angesichts solcher Aussichten sehnt man sich heutzutage nach einem möglichst raschen und schmerzlosen Tod. Man sieht aus diesen Beispielen, wie sich die Anlässe für Angst im historischen Kontext stark verändern. Bis ins ausgehende Mittelalter waren Ängste vor Krankheit, Seuchen, Hungersnöten, Naturkatastrophen und Kriegen weit verbreitet. Ängste vor dem Weltende, verbunden mit Furcht vor Hexen und Gespenstern, die in der Dunkelheit ihr Wesen treiben, sowie den Strafen des letzten Gerichts vor Teufel, Fegefeuer und Hölle. Die Kirchen haben diese Ängste durchaus befeuert, zum Beispiel durch das Ausmalen von Bildern eines strafenden Gottes, von apokalyptischen Endzeit- und Gerichtsvorstellungen und damit ihre Machtposition gestärkt. Gleichzeitig waren diese Ängste eingebunden in stabile gesellschaftliche Strukturen und einen tragenden metaphysisch-moralischen Rahmen. Selbst die schrecklichen Widerfahrnisse wurzelten für die Menschen in Gottes unerforschlichem Ratschluss und waren damit in einer letzten Weise sinnhaft. Mit der Aufklärung begann dieser Rahmen sich aufzulösen. Der Mensch beherrschte die Natur in zunehmendem Maße durch seine Vernunft. Blitz und Donner beispielsweise wurden nicht mehr als Ausdruck des Zornes Gottes gefürchtet, sondern als naturgesetzlich erklärbare Phänomene gedeutet, gegen die man sich mit einem Blitzableiter schützen konnte. Krankheit wurde nicht mehr als göttliche Strafe oder als Erziehungsmittel verstanden, sondern als körperliche, organbezogene Fehlsteuerung, die man gezielt behandeln und bekämpfen konnte. In der Spätmoderne erleben wir Ängste, die frühere Generationen so überhaupt nicht kannten. Angst vor Technikfolgen wie der Atomstrahlung oder dem Elektrosmog, Angst vor Terrorismus, vor dem Klimawandel, vor den oder dem Fremden und in jüngster Zeit vor der Corona-Pandemie. Im Ganzen gibt es eine verbreitete Angst vor der Unlesbarkeit der Welt, wie Blumenberg das genannt hat. Die Komplexität, Beschleunigung, Globalisierung und Pluralisierung aller gesellschaftlicher Prozesse lassen das Leben undurchschaubar werden und befeuern alle möglichen Ängste. Als deren Kompensation erwächst auf der einen Seite Sehnsucht nach einfachen Antworten und starken charismatischen Persönlichkeiten, die sagen können, wo es vermeintlich lang geht. Auf der anderen Seite aggressive Ablehnung alles Fremden und die Bereitschaft, sich mit Hilfe von sprachlicher und physischer Gewalt von allem Neuen und Unbekannten abzugrenzen. Angst vor Fremden hat mit Sorge um die eigene Identität zu tun. Wer bin ich? Was soll ich denken und glauben? Wie soll ich leben, wenn andere Lebensstile, andere Glaubenseinstellungen anscheinend genauso legitim und wichtig erscheinen wie meine eigene? Das kann ein hohes Maß an Verunsicherung auslösen. Ein weiteres typisch spätmodernes, angstauslösendes Element stellt die allgemeine Beschleunigung aller Lebens- und Arbeitsprozesse dar, die einen großen Druck auslöst und die Angst, nicht mithalten zu können. Dabei verschieben sich die Quellen der Angst von der äußeren Welt zur inneren. Viele machen jetzt das eigene Ungenügen, Zurückbleiben und letztendlich Scheitern dafür verantwortlich, dass sie mit den komplexen Anforderungen der Arbeitswelt nicht mehr zurechtkommen. Zitat von Hartmut Rosa: Die Quellen des Leides
Und damit die Objekte der Furcht werden nicht mehr dort draußen, sondern vielmehr hier drinnen gesucht. Sie sind keine gleichsam ontologisierten Eigenschaften der Welt, sondern den Subjekten zugeschrieben und von diesen zu verantwortende Defizite. Zitat Ende. Angesichts der verbreiteten Individualisierung ist man weitgehend selbst verantwortlich für alles, was einem widerfährt. Man kann und muss ständig wählen. Die Ergebnisse der Wahl, sei es Berufswahl oder Partnerwahl, können dann nur dem eigenen Selbst zugeschrieben werden. Soziostrukturell verursachte Problemstellungen werden individuell zugerechnet. Solche hier ja nur ganz kurz angedeuteten historischen Einsichten und soziologische Reflexionen zum Thema Angst sind für Seelsorge und Beratung wichtig, um vorschnelle Personalisierungen und Individualisierungen zu vermeiden. Zwar wird Angst immer individuell subjektiv empfunden, aber viele ihrer Ursachen und Ausdrucksformen sind sozial geprägt. Das gilt es bei Beratungsprozessen unbedingt zu berücksichtigen. Ich komme zum dritten Teil. Angst kontra Glaube oder Angst im Glauben? Fragezeichen. Die amerikanische Schriftstellerin Marilynne Robinson hat vor einigen Jahren in einem Essay mit dem Titel Fear geschrieben, Fear is not a Christian habit of mind. Also man könnte das vielleicht übersetzen, Angst gehört nicht zu einer christlichen Glaubenseinstellung. Sie bezieht sich auf Psalm 23, in dem es ja heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Vertrauen auf Gott, auf seine Güte und Liebe soll jede Angst aufheben. Religion, Glaube erscheinen dann als Gegenmittel oder als Ressource, die Angst aufhebt und gar nicht erst entstehen lässt. Dafür kann man sich in der Tat auf viele Stellen in der Bibel berufen. Besonders bekannt und für unseren Zusammenhang vielleicht aufschlussreich ist, neben dem erwähnten Psalm 23, die Geschichte von der Sturmstillung. Die Jünger, die in einem kleinen Boot auf dem See Genezareth in einen Sturm geraten und um ihr Leben fürchten, weist Jesus scharf zurecht. In der Markus-Fassung sagt er zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? In der Matthäus-Fassung der Geschichte nennt er sie Kleingläubige. Und bei Lukas fragt er: Wo ist euer Glaube? Hier wird doch impliziert, wer glaubt, wer Gott vertraut, spürt auch in lebensbedrohlichen Situationen, wie in so einer auf dem See, keine Angst. Spätere Textausleger dramatisieren diese Zuschreibung noch. Karl Barth sieht in der Geschichte einen tiefen, tiefen Mangel an Glauben. Andere nennen die Angst der Jünger einen Anlass, sich zu schämen. Und Dietrich Bonhoeffer bezeichnet die Angst als den Urfeind. Zitat, sie sitzt dem Menschen im Herzen, sie höhlt ihn aus, bis er plötzlich widerstandslos und machtlos zusammenbricht. Soweit Bonhoeffer. Den Menschen, der von Angst ergriffen ist, bezeichnet er als Teufelsmenschen. Und in der christlichen Dogmatik erscheint Angst häufig als Ausdruck und Folge von Sünde. Warum diese extreme Angst vor der Angst? Warum erscheint Angst so bedrohlich für den Glauben? Warum wird Angst geradezu ideologisiert und Angstfreiheit zu einem immer wieder propagierten Ideal? Warum kommt die Aufforderung, fürchte dich nicht, ungefähr 100 Mal in der Bibel vor? Offenbar kann Angst das Vertrauen auf Gott, Mut und Hoffnung so tief erschüttern, als eine so tiefe narzisstische Kränkung wahrgenommen werden, dass alles ins Wanken gerät. Und das erscheint wiederum als äußerst bedrohlich. Insofern ist jene Aufforderung, fürchte dich nicht, verständlich. Sie ist ja gemeint als Trost, als Angebot zur Stärkung und Ermutigung.
Und wer viele Ängste hat, braucht viel Trost. Aber funktioniert das? Das erscheint mir als die entscheidende Frage. Wir wissen doch alle aus Erfahrung, dass man Angst nicht befehlen kann, einfach zu verschwinden. Im Gegenteil, die christliche Einstellung zur Angst ist ein gutes Beispiel für eine Vermeidungs- oder Erwartungsangst, wodurch unter Umständen die Angst sogar noch verschlimmert wird, weil sie Schuldgefühle auslöst. In dem Beispiel, das ich vorhin erzählt habe von der alten Dame, ist dieser Zusammenhang deutlich sichtbar. In reflektierter Form kann man diese Einstellung auch bei einem der populären theologischen Schriftsteller der Gegenwart, bei Eugen Drewermann, finden. Für ihn ist die Überwindung der Angst das einzig wesentliche Thema der Religion, so sagt er. Der Mensch steht nach Drewermann vor der grundsätzlichen Wahl zwischen Angst und Vertrauen. Wenn der Mensch sich für Gott entscheidet, kann er ihm vertrauen und damit angstfrei leben. Beispiel dafür ist Jesus. Drewermann stellt ihn als den absolut vertrauenden und angstfreien Menschen dar, an dem sich Christen ein Vorbild nehmen sollten. Damit verfolgt Drewermann, so würde ich ihn jetzt kritisch kommentieren, ein reduziertes Menschenbild. Er propagiert den angstfreien Menschen, den es meines Erachtens nicht gibt und nicht geben kann. Ein Kollege aus der pastoralpsychologischen Seelsorge, Hans-Christoph Pieper, hat schon vor vielen Jahren anhand von Gesprächsprotokollen gezeigt, wie auch Seelsorgende manchmal in ähnlicher Weise so ein reduziertes Menschenbild verfolgen, weil es damit für sie in der Situation des Gespräches einfacher wird. Hinter ihren Interventionen im Gespräch wird als Ideal sichtbar, ein Mensch soll möglichst ohne Angst sein, ohne Zweifel, ohne Auflehnung und Aggression, ohne Klage oder Anklage. Dieses merkwürdige Ideal, unausgesprochene Ideal natürlich, ist der Angst vor der Angst geschuldet. In seinen Konsequenzen macht es Menschen unmenschlich, weil es alle tiefen Emotionen, die uns lebendig machen, auch wenn es dadurch schwierig wird, nicht wahrhaben will und ausklammert. Nun gibt es interessanterweise in der Bibel neben dieser Argumentationslinie, wie ich sie gerade dargestellt habe, also Angst als zu bekämpfender Feind des Menschen und des Glaubens, eine ganz andere, die der ersten entgegengesetzt erscheint. An vielen Stellen in der Bibel wird Angst erwähnt als ein ganz normales Phänomen im Leben eines jeden Menschen. Adam und Eva fürchten sich vor Gott. Jakob hat Angst vor seinem Bruder Esau. Die Brüder Josefs haben Angst vor dessen Rache. Jesus fürchtet seinen bevorstehenden gewaltsamen Tod. Die Jünger Jesu haben nach Jesu Tod Angst vor den Juden und so weiter. Angst, so könnte man aus diesen vielen Erwähnungen schließen, gehört in vielen biblischen Überlieferungen einfach zum Leben dazu. Vor allem in den Psalmen wird Angst direkt ausgesprochen und geradezu ausgebreitet. Die Betenden beschreiben ihre Angst und loten in starken, symbolträchtigen Bildern ihre Tiefe aus. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe, heißt es in Psalm 22. Oder das Wasser geht mir bis an die Kehle, ich versinke in tiefem Schlamm, ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen, ich habe mich müde geschrien. Psalm 69. All unsere Feinde reißen ihr Maul auf über uns, wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst aus den Klageliedern 3. Die Betenden bringen ihre Angst in starken Bildern ganz direkt zur Sprache. Damit stellen sie die Angst gewissermaßen aus ihrem Inneren heraus, bringen sie auf die Distanz. Und da ist auch niemand, der diese Angst nur negativ bewertet. Da ist niemand, der sagt, du Kleingläubiger, warum bist du so ängstlich? Und dann, wenn das so ausgesprochen ist, kann neuer Raum
für tröstliche Gegenbilder entstehen. Du bist bei mir, Psalm 23. Du hörst mein Weinen, Psalm 6. Du hältst deine Hand über mir, Psalm 139. Der Herr verstößt nicht ewig, Klagelieder 3. Diese Gegenbilder können erst entstehen, wenn und weil die Angst ausgesprochen werden konnte. In diesen Texten wird Angst nicht als Zeichen von Klein- oder Unglaube gewertet, sie wird nicht zensiert und verboten, sondern als Ausdruck eines Ringens zwischen der gegenwärtigen Bedrohung des Lebens auf der einen und erinnerter oder verheißener Rettung und der Hoffnung darauf auf der anderen Seite. Die Lebendigkeit der Klage in den Psalmen erwächst gerade aus dieser Spannung zwischen der Wahrnehmung der Bedrohung und dem Widerstand dagegen. Der Widerstand beruft sich auf frühere gute und tragende Erfahrungen, zum Beispiel die Rettung des Volkes Israel aus Ägypten oder das Faktum der eigenen Geburt, die Gott zugeschrieben wird. Da wird eine Erfahrung der Verlässlichkeit und Güte heraufbeschworen, die der Angst vorausliegt, beziehungsweise an die man sich in der Angst erinnern kann. In diesem Ringen bleibt der Glaube verwickelt in die Auseinandersetzung mit den doch nicht aufgehobenen Bedrängnissen und Gefahren des Lebens. Der Sturm wird doch in aller Regel nicht wunderhaft gestillt, sondern der betroffene Mensch muss sich irgendwie darin behaupten und lernen, damit zurechtzukommen. Die chronische Krankheit geht nicht einfach weg, sondern man muss lernen, damit zu leben. Es ist ein Kampf um die Wirklichkeit, genauer um die Deutung, um das Verständnis der Wirklichkeit. Der Glaube hebt die Angst nicht einfach auf. Im besten Falle begrenzt er die Angst, umgibt sie quasi mit einem Zaun, sodass sie einen nicht ganz wegschwemmt. Man könnte in diesem Zusammenhang von einer Angstfähigkeit im Glauben sprechen oder mit Paulus sagen, dass der Glaube gleichsam von Furcht und Zittern durchzogen ist und gerade darin lebendig und realitätsbezogen ist. Das Christentum pflegt also eine eigentümliche Ambivalenz. Auf der einen Seite schürt es die Angst vor Gott und dem Heiligen, vor dem jüngsten Gericht. Bibeltexte wie das Gleichnis vom großen Endgericht, Matthäus 25, bleiben auch für einen aufgeklärten Glauben ein furchterregender Stolperstein. Auf der anderen Seite möchte der christliche Glaube Angst unbedingt überwinden, indem er durch Vertrauen und Hoffnung auf Gott und seine Barmherzigkeit Angst beschwichtigt. Angst zu schüren, ich habe es schon erwähnt, verdankt sich sicher zum Teil dem Machtgebaren der Kirche, aber es hat auch letztlich tiefere Wurzeln. Der Religionsphilosoph Rudolf Otto hat die Reaktion des Menschen auf eine Begegnung mit dem Heiligen als fasziniert sein und erschrecken, Faszinosum et Tremendum, bezeichnet. Augenblicke, in denen Menschen dem Heiligen begegnen, sei es in der Natur, in der Kunst, im Raum von Religion, können tiefe Erschütterungen auslösen, die genau diesen zwiespältigen Charakter haben. Da zieht einen etwas zutiefst in seinen Bann und es erschreckt und ängstigt zugleich. Hier ahnt jemand etwas unendlich Größeres und Verborgenes, das zugleich trägt und bedroht. Das ist die Natur der religiösen Erfahrung. Aber eben dann gehört die Angst zum Glauben hinzu, sozusagen mitten in ihn hinein. Ich komme zum vierten und letzten Abschnitt, zum Umgang mit Angst in Seelsorge und Beratung. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Sie kennen diesen berühmten Refrain von Erich Fried. Man könnte den Satz auch als Motto für Seelsorge und Beratung hinzuziehen. Das, was ist, gelten zu lassen, es aufmerksam zu betrachten, ihm Raum zu geben, es genauer zu verstehen suchen, es auf jeden Fall nicht gleich wegmachen und weghaben wollen, es nicht bewerten und nicht sagen, man müsste doch keine Angst haben,
Das ist sinnlos und kontraproduktiv. Die Angst ist da. Und sie fordert dazu heraus, ihren Signalcharakter wahrzunehmen und sie zu verstehen. Will mir die Angst etwas sagen? Was steckt auf einer tieferen Ebene hinter dieser konkreten Angst? Sie kennen das alle aus der Begegnung mit Kindern und deren Ängsten. Zu sagen, da ist kein böser Mann oder es gibt keine Gespenster, beruhigt ein Kind, das Angst hat, kaum. Viel wirkungsvoller ist es zu fragen, wie sieht denn das Gespenst aus? Was macht es gerade? Und lass uns mal überlegen, was wir beide zusammen tun können, um das Gespenst zu verscheuchen. Auf diese Weise wird gedankliche und emotionale Aktivität und zugleich Gemeinsamkeit und ein Gefühl von Solidarität angeregt, die die Angst in den Hintergrund schiebt. Ähnlich ist es in der Seelsorge mit Menschen, die Angst haben. Wovor genau haben Sie Angst? Können Sie das beschreiben? Wie fühlt sich das an? Wo sitzt die Angst im Körper? Die aufmerksame, anteilnehmende Frage und dann das Aussprechen von Ängsten in einer vertrauensvollen Beziehung zu einem anderen Menschen oder vor Gott ist hilfreich. Ich muss hier nochmal betonen, ich spreche von normalen, alltäglichen Ängsten und nicht von Angstkrankheit. Dieses Aussprechen ist hilfreich, weil es die Angst gewissermaßen objektiviert und aus dem eigenen Inneren herausstellt. Die Angst verliert einen Teil ihrer Macht, wenn man sie aussprechen und anschauen kann, wenn man ihr einen Namen oder ein Gesicht geben kann. Im Aussprechen und Anschauen stellt man sie sich gegenüber und man teilt sie mit der Person, die das hört. In seinem Roman über den spanischen Maler Goya beschreibt Leon Feuchtwanger, wie der taub gewordene Maler in Tagträumen von Gespenstern heimgesucht wird, die ihn wie ein Spuk umgeben, die ihn auf ihn eindringen und ihn schrecklich ängstigen und quälen. Und dann beschreibt Feuchtwanger, wie Goya zum Malstift greift und die Gespenster aufs Papier bringt. Und dann heißt es da in dem Roman, und als er sie sah, also auf seinem Papier gemalt sah, wurde er ruhiger. So hielt er sie fest, so wurde er sie los. Etwas Ähnliches geschieht, wenn man Ängste ausspricht, sie mit jemandem anderen teilt. Angst wird gebannt, sie verschwindet nicht völlig, aber sie wird gebremst und eingegrenzt. Die Fantasien, die meist schrecklicher sind als die Realität, und die sich im Innern, wenn man mit sich allein ist und ins Grübeln kommt, ungehemmt ausbreiten, werden objektiviert, können von außen betrachtet und bewertet werden. Es ist ja völlig normal, dass Menschen zum Beispiel im Krankenhaus verschiedene Ängste haben. Vor einer Operation, vor der Diagnose, wie sie mit einer Diagnose leben und arbeiten können, vor dem möglichen Abschied vom Leben, vor Sterben und Tod. Gerade im Fall von Krankheit versagen ja häufig die üblichen gesellschaftlichen Abwehrmechanismen. Aktiv sein, shoppen gehen, sich ablenken. Aber es gilt auch in diesem Kontext, sind die Fantasien oft größer und schreckenerregender als die mögliche Realität. Da ist der Glaube kein direktes Gegenmittel. Die Angst darf sein, sie ist berechtigt. Das ist die erste und grundlegende Einsicht. Gleichzeitig ist ein gewisses Maß an flexibler Abwehr, an Verleugnung und Verdrängung von Ängsten wiederum durchaus hilfreich. Man kann ja buchstäblich verrückt werden, wenn man alle Gefahrenquellen des modernen Lebens voll ernst nehmen wollte. Horst Eberhard Richter hat schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass eine solche Abwehr zwar eine gewisse illusionäre Selbstsicherheit bedeutet, die aber trotzdem notwendig ist, um den Alltag des Lebens bewältigen zu können. Hilfreiche Möglichkeiten für den Umgang mit Angst liegen in Entspannungsübungen, die man leicht selbst machen kann. Die körperliche Anspannung, die Angst auslöst, kann in Entspannungsübungen gelöst werden. Auf den eigenen Atem achten, Muskeln anspannen und entspannen und so weiter.
Meditation kann hilfreich sein. Hier liegt der Fokus auf dem Wahrnehmen des Hier und Jetzt. Auch das reduziert die Angst, die ja häufig auf die Zukunft bezogen ist. Man kann sich einen Gedankenstopp verordnen, den Selbstlauf der ängstigenden Gedanken gezielt unterbrechen und sich dann eigene hilfreiche innere Bilder suchen, die man gegen die Angst gleichsam ins Feld führen kann. Das können religiöse Bilder sein. Schon Martin Luther hat empfohlen, gegen die Bilder der Angst vor Sterben und Tod das Bild Christi aufzurufen. Also in der Seelsorge ist es sinnvoll zu fragen, welche Bilder aus der religiösen Tradition sind Ihnen wichtig und lebendig? Die grüne Aue aus Psalm 23, das Paradies, Daniel in der Löwengrube. Aber es können natürlich auch nicht religiöse Bilder oder Sätze sein, die einem persönlich viel bedeuten. Das Leben trägt mich, sagt einer. Ich bin mehr als meine Angst, eine andere. In mir sind neben der Angst manchmal auch Hoffnung und Freude. Ich muss sie nur wiederentdecken. Man kann, wie das aus der Gestalttherapie bekannt ist, die Angst auf einen leeren Stuhl setzen und mit ihr einen Dialog beginnen. Welche Gestalt hat diese Angst? Was ist ihr Thema? Was sagt sie mir und wie antworte ich darauf? Durch den Dialog kommt eine differenzierte Auseinandersetzung in Gang, indem Angst einerseits begrenzt, andererseits eine wichtige konstruktive Ressource werden kann. Natürlich gehört dann die Frage nach weiteren möglichen Ressourcen für den Umgang mit Angst unbedingt dazu. Woraus beziehen Sie die Kraft für Ihr Leben? Welche Menschen, welche Glaubenssätze, welche Erinnerungen haben Ihnen in der Vergangenheit Mut gegeben? Was davon können Sie in der gegenwärtigen Situation mobilisieren? Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten kann zu vertiefter Selbsterkenntnis führen. Was steckt letztlich hinter meiner Angst? Was haben Menschen, die mit mir zusammenleben, von der Angst? Nützt sie mir etwas? Was erreiche, was verhindere, was vermeide ich mit ihr? Angst kann Veränderung blockieren. Was wäre, wenn die Angst weg wäre? Angst kann Anlass für künstlerische Prozesse sein, also sie durch Malen, Musik oder Theater zum Ausdruck zu bringen und damit zu verwandeln. Das Gebet ist für viele Menschen ein wichtiges Mittel, mit ihren Ängsten umzugehen. Das Aussprechen der Angst im Gebet vor Gott nimmt ihr, vergleichbar mit einem Gespräch mit einem anderen Menschen, etwas von ihrer Dringlichkeit und Übermächtigkeit. Man bekommt Abstand, ist ihr aus dem Abstand heraus nicht gänzlich ausgeliefert. Was da geschieht, hat Søren Kierkegaard in den viel zitierten Satz gefasst: Das Beten verändert nicht Gott, sondern den Beter. Beten, so haben es die amerikanischen Pastoralpsychologen Ann und Barry Ulanoff beschrieben, kann man als eine Art Primary Speech verstehen, also als einen Prozess, in dem alles, was im eigenen Inneren an Gedanken, Gefühlen, Fantasien und Bildern vorhanden ist, unsortiert mit prayerful attention zur Sprache gebracht werden kann. Selbstbegegnung und Gottesbegegnung durchdringen sich in der Erfahrung, dass wir abhängig sind und uns einem größeren Sein verdanken, das uns mit unseren Ängsten trägt. Ein weiterer Aspekt: Gebete sind Rituale. In aller Regel wird ein Gebet in einer gemessenen Art und Weise vollzogen, in einer Zeit der Ruhe, an einem Ort der Stille, allein oder mit anderen. Und allein schon dieser geregelte Ablauf, die Stille und die Gemeinschaft können einen beruhigenden Effekt in der Angst haben. Ein letztes: Der seelsorgliche Umgang mit der Angst anderer Menschen setzt voraus, dass die Seelsorgeperson ihre eigene Angst vor der Angst kennt und damit umzugehen lernt. Wer selbst schnell in Angst gerät, kann die Ängste eines anderen Menschen kaum wirklich mit aushalten.
Es ist ein wichtiges Thema jeder Selbsterfahrung oder jeder Psychiatrie, jeder Psychotherapie, Entschuldigung, sich die eigenen Ängste anzuschauen. Aus welchen biografischen Zusammenhängen sie stammen, was sie in der Vergangenheit bedeutet haben, wie sie sich heute anfühlen und verändert haben. Dazu braucht es einen Menschen, der mitgeht, mitfühlt, mit aushält und gemeinsam nach Ausweg zu suchen hilft. Eine sehr lohnende Aufgabe für die Seelsorgeausbildung. Durch die Begegnung mit Angst können Menschen menschlich werden. Sie lernen, sich selbst und andere besser zu verstehen und sich einzufühlen. Das Sprichwort "Hab Angst vor denen, die keine Angst haben", könnte man dann gerade umwandeln: Vertrau denen, die ihre Angst wahrnehmen, ihr standhalten und bereit sind, produktive Konsequenzen aus der Auseinandersetzung mit ihr zu entwickeln. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.